Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Old Star Time. Wir sind am Start mit der nächsten Episode dieser legendären Serie, in der wir mit den besten Teams der ganzen Welt beziehungsweise mit dem besten Team der ganzen Welt heute wieder antreten möchten. Es hat sich einiges getan im Vergleich zur letzten Episode, wo wir unter anderem mit Francesco Dotti, mit Jonsen und mit C. Roberto gespielt haben. Heute geht das Team nochmal ein bisschen steiler nach vorne und zwar im Altersschnitt ganze 36 Jahre. Das heißt ein extrem junges Team. Wir haben da eigentlich keinen Spieler dabei, bei dem man sagen könnte, sein Zenit ist überschritten. Andersrum eher, bei den meisten ist noch ganz viel Potenzial da. Isaksson im Tor, davor Svensson und Mobik, rechts Juan Pablo, links Phillips, davor Morales, dann haben wir Coolio, Valeron zusammen mit Ainsworth mit 42 Jahren, der Jüngste in diesem Team mit 40 Jahren, kommt direkt dahinter Cureton und dann noch Wright Phillips, ehemaliger Superstar von den Queen's Park Rangers, ehemaliger ja, Weltfußballer-Kandidat, allerdings nicht geschafft und mittlerweile kickt er einfach aus Mitleid mit den ganzen großen Sportlern in den Top-Ligen in der MLS, damit er nicht zu viele Herzen bricht, gerade in der spanischen oder englischen Liga. Die Spanier sind ja sehr gespickt mit englischen Spielern. Wir springen rein in die erste Partie und die gegen dieses ja sehr billige Team. Eigentlich kein Spieler dabei, den man irgendwie kennen würde. Ein paar Spieler, bei denen man aber wiederum sagen kann, die sind auf jeden Fall Kandidaten für Top-Transfers. Unter anderem weiß ich, dass der linke Mittelfeldspieler ganz nah an einem Move zu Bayern ist. Ob das passieren wird, ist die große Frage. Es passierte nicht viel an sich, denn unser Team natürlich mit Mittler, mit dem deutlich schwächeren Gegner, ab und zu mal ein paar Passstaffetten wie hier sehr gelungen. Auf jeden Fall auch mit viel Raumgewinn nach vorne, aber er hat dann auch wieder unterbrochen, einfach aus Mitleid hier nach 6 Minuten. Es ging weiter mit ein paar Chancen, die es so gab, der Freistoß hier beispielsweise durch Coolio. Er zögert dann noch, soll ich das wirklich machen? Ich bin doch eigentlich viel zu gut dafür und deswegen macht er auch aus Mitleid das Ding rüber. Aber es war schon eindeutig, dass das Gegnerteam absolut keinen Stich zu sehen hatte, wenn die Mannschaft mal anzog. Das hier ist Cureton im 16er und mit seinen 40 Jahren, obwohl er noch so jung ist, macht er das routiniert, aber dann so ein bisschen überheblich zieht er daneben, denn er will natürlich den Gegner nicht demütigen und dementsprechend schießt er aus Mitleid daneben. Das wollten die Gegner aber nicht auf sie sitzen lassen und boykottierten dann das Spiel. Das heißt, sie mussten in eine zweite, ja, anstattdessen Partie gehen und aus diesem Team, also ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, könnt mir in die Kommentare schreiben, aber mir kommt da keiner bekannt vor. Diese weiße Karte da vorne drin, ich glaube, das ist so ein Spieler, der gerade in Ultimate Team implementiert wurde. Das heißt, der ist noch ganz am Anfang seiner Karriere und auch diese blau-rote Karte, ich weiß nicht, ich glaube, das ist gehackt. Bin mir nicht ganz sicher, wir springen auf jeden Fall rein und die erste Szene war gleich mal relativ spannend, denn Valeron mit seiner ganzen Routine, mit seinen 22 Jahren, zieht hier einfach mal auf den Kasten und ich weiß, Petr Cech oder so, ich glaube, der kommt aus Russland oder so, auf jeden Fall hält er den Ball da ganz gut. Dann auf der anderen Seite Cureton mit dem Kopfballtor, da ist es mal wieder typisches Beispiel dafür, dass dieses Team, wenn es denn wirklich will, auf jeden Fall erfolgreich sein kann. 4 Minuten gespielt und direkt die Demütigung, die Fans natürlich vollkommen aus dem Häuschen, sie wissen ja, dass ihre Mannschaft im Normalfall alles gewinnt und diesen Sieg auch gar nicht braucht und im Normalfall auch deutlich nachlassen wird, um dann den Spaß zu lassen, aber trotzdem, das auf jeden Fall schon mal sehr stark und genauso ging es auch weiter, weil Valeron mit einem Kopfball, der aber weit am Tor vorbeigeht. Wieder sieht der Russe im Kasten da mit dem Namen Cech nicht sonderlich gut aus. Auf der anderen Seite dann mal ein Tipp oder so, mal eine Offensive, aber man kennt diese Leute nicht. Auch Patrick Kluivert. Ich weiß nicht, also das ist Cluvier, ich bin mir gar nicht sicher, wie man den ausspricht, auf jeden Fall habe ich den Namen noch nie gehört und der, ja, hat auch so ein bisschen Respekt vor unserem Keeper, allgemein ging da gar nichts. Isaksson ist ja auch bekannt, war ja ebenfalls mal Welttorhüter, der hatte irgendwie eine Aura, die er ausstrahlte, die einfach die Gegner zur Verzweiflung brachte. Hier sieht man das wieder, er kann sogar ausrutschen und damit noch den Gegner komplett verunsichern, dementsprechend passiert wie auch immer er heißt, Cluvier, glaube ich, ne, das passt eigentlich ganz gut, ist ja auch Belgier, von daher, naja, hier hat er die nächste Chance aber wieder. Es ist einfach typisch Isaksson, der hat halt so eine Ausstrahlung, dass dieser Cluvier gar keine Chance hat. Auch dieser Freistoß von ihm getreten, nicht sonderlich erfolgreich, aber sie versuchten es halt, ja. Das Team ließ an sich relativ viel zu, denn sie wollten natürlich, ja, die Spannung für die mitgereisten Zuschauer da behalten, beziehungsweise auch dem Gegnerteam einfach quasi das Gefühl lassen, dass man eine Chance hat. Wieder Cluvier, der Pfosten rettet dann. Also, es wurde ein bisschen enger, ja, das Team in den weißen Trikots ließ immer mehr zu und dann wieder Cluvier, wieder ist es der Pfosten und dann ist es halt auch ein Eigentor in gewisser Weise, denn wir sehen es gleich nochmal, da hat der Kollege Pablo, einer der, ja, unerfahrensten Spieler in diesem Team, seinen Kollegen Walcott, wie auch immer das ist, Wandkacke oder so, angeschossen und dementsprechend geht der Ball rein. Es ging weiter mit Cluvier, aber ihr seht hier, das ist die pure Verunsicherung, wird dann nochmal gefoult aus Mitleid, weil er diesen Freistoß so verkackt hat und kriegt die nächste Freistoßchance und auch die macht er wieder komplett alleine und Leute, guckt euch das an, das ist nix. Ich weiß nicht, was der, warum der so eine spezielle Kartenfarbe hat, ich kann es mir nicht erklären, das sollte viel lieber Sean Wright Phillips haben, denn der wird hier freigespielt nach 78 Minuten, da kommt man einmal wieder nach vorne und natürlich ist es das Tor, es ist gar keine Frage und natürlich um die Zuschauer
Torwart zu unterhalten ist, ist auch ein Weltklasse-Tor von Sean Wright Phillips, wie er den in den Winkel schweißt. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Keine Chance für den Russen im Kasten. Das ist absolut unhaltbar. Der Ball deutlich hinter der Linie. Der springt ja quasi hinten schon ins Netz rein, bevor er überhaupt über die Torlinie überschreitet. Also stand es wieder 2-1. Aber natürlich will man den Gegner zurückkommen lassen. Es ist ein Freundschaftsspiel. Wir sind hier auf Augenhöhe und dementsprechend lässt man einmal Chancen zu und lässt natürlich auch zu, dass der Gegner in letzter Sekunde theoretisch nochmal die Chance hat, zurückzukommen. Und dementsprechend kassiert man dann ja einfach aus Prinzip auch noch das 2-2. Das ist wieder der Ball in die Spitze. Tap macht das dann ganz eisekalt in die kurze Ecke. Und von dem her war das dann die letzte Szene der Partie. Mit ganz viel Mitleid bekommt das Gegnerteam hier mit Cluvier und wie sie alle heißen, mit Peter Tschech, dem Russen und so weiter und so fort, irgendwie den einen Punkt und die Verlängerung. Ja, da wurde dann ganz viel gewechselt auf beiden Seiten. Dementsprechend brauchen wir die nicht mehr zu zeigen, denn dann war es wirklich ein lausiger Kick. Die meisten Fans verließen hier noch das Stadion, denn sie wussten halt, jetzt wird auf keinen Fall mehr ernst gespielt auf der Seite der Weltauswahl. Mit 36 Jahren Altersschnitt ist das auch einfach so. Wenn man noch so jung ist, dann hat man noch nicht die Ausdauer. Das wird in den nächsten Jahren erst dazukommen. Und von daher ist verständlich, dass sie da aufgehört haben. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, Cluvier und Co., das war nix. So, das war die nächste Episode von All-Star Time. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Mir hat es wieder extrem Spaß gemacht. Natürlich an sich ein paar Sachen dabei, die hoffentlich für euch verständlich waren. Beispielsweise Tschech als Russe oder auch Cluvier als Belgier. Ist natürlich alles nicht so, aber ich denke mal, ihr wisst, dass das Sarkasmus war. Das ist ja das, ich sag mal, ja, der Stereotyp, beziehungsweise das Prinzip dieser Serie, dass alles ein bisschen sarkastisch ist. Meine Stimme hört sich auch heute nicht ganz so fresh an, das liegt daran, ne, gestern Fußball. Aber ich denke mal, ihr könnt es mir verzeihen und ich denke mal, die Episode war trotzdem relativ unterhaltsam. Wenn es der Fall gewesen sein sollte, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir Vorschläge in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Vielleicht das schlechteste Team, was ich mir irgendwie zusammenbauen kann mit den Ratings. Oder vielleicht irgendwie das allerjüngste Team oder das, mit Spielern wie Bendner oder so, sowas, Spieler, über die man sich lustig macht. Könnt dann in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Vorschläge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.